Moin, jo, weitere Taschenlampenvorstellung. Heute geht es um die Wuben E7. Da geht erstmal ein dickes Dankeschön raus an Wuben. Die haben mir dieses Modell kostenlos für dieses Video zur Verfügung gestellt. Bei Interesse findet ihr weitere Infos und Link zum Bezug in der Videobeschreibung. Diese Lampe ist auch erweiterbar. Da kann man zum Beispiel einen Extender noch ransetzen, um die Akkukapazität zu erweitern. Und auf der Homepage von Wuben kann man die E7 zum Beispiel gleich mit einem Kopfband erwerben. Dann kannst du sie als Stirnlampe nutzen. Dieses Modell ist jetzt nur die Taschenlampe ohne Stirnlampe. Mit Stirnlampe kostet halt ein paar Euro mehr. Da dann für weitere Infos, ja, die Homepage mal auschecken. Wird dann geliefert in dieser Box hier. 1800 Lumen im Turbo-Mode. Das ist wirklich einiges, gerade für dieses super kompakte Maß. In der Gesamtlänge ungefähr 6 cm und dann je nachdem in der Dimension, in dieser entweder leicht kubischen oder auch rundlichen, zylindrischen Form haben wir dann so 2,5 bis 2,8 cm. Also alles durchaus kompakt, mit dem Gewicht, mit Akku drin, liegen wir nur bei ungefähr 80 Gramm, also eine eher leichte Lampe, kann man immer gut einstecken. Über den Clip kann man das dann auch am Körper tragen oder an der Ausrüstung angeklippt. Und hier haben wir gleich mal einige Specs, auch über die Lichtstufen, die wir da haben. Bei Interesse mal auf Pause drücken. Sind zwei Osram-LEDs, die P9 verbaut. Und wir haben hier ein 1100 mAh Akku verbaut. Lässt sich dann hier unten, da haben wir übrigens Magnet verbaut. Kannst du also an magnetischen Oberflächen anbringen, die Lampe, und dann nutzen. Das kann also als Arbeitslampe in bestimmten Situationen dann durchaus nützlich sein. Und wir haben hier unten bei der Magnetkappe ein sauber geschnittenes Gewinde mit Feder und da dann halt der Wuben hauseigene Akku mit 1100 mAh. Jo, und über den Akku und über die zwei LEDs, hier oben dann der Taster, um die Lampe anzuschalten, werden da dann halt mit Doppelklick 1800 Lumen rausgehauen. Das ist schon enorm. Die werden natürlich nur eine gewisse Zeit lang gehalten, dann regelt die Lampe peu à peu runter, um die Elektronik zu schützen und so weiter und so fort. Ich denke, ihr werdet das auch jetzt schon sehen, wie das Licht langsam schwächer wird. Da hat man dann halt nur einen gewissen Zeitraum, was davon, eine halbe Minute vielleicht, dann wird runter geregelt. Jo, aber doch beeindruckend viel Licht. Und ansonsten die Bedienung recht einfach und recht typisch auch gehalten. Draufklicken, dann ist die Lampe halt an. Gedrückt halten, dann kannst du durch die Lichtmodi durchswitchen. Wir haben Memory Mode, also schalte ich aus und wieder an, dann starte ich wieder in diesem Mode. Bei Doppelklick halt, wie gesagt, der Turbo-Mode mit den 1800 Lumen. Und drücke ich dreimal, dann haben wir den Strobe-Mode. Und wenn ich dann im Strobe-Mode nochmal dreimal drücke, dann bin ich im SOS-Mode. Diese zwei Sondermodi dann noch vorhanden. Von der Bauform, von der Bauweise eine stylische Lampe. Die wird bestimmt einigen gut gefallen. Und das Tolle daran ist, und das ist auch etwas, was Wuben einfach so reizvoll macht, die sind halt alle auch noch recht günstig. Hier liegen wir so um und bei 30 Euro, vielleicht mal ein paar Euro mehr, vielleicht mal ein paar Euro weniger. Sollte man halt immer mal ein Auge drauf haben, wenn es die im Sale gibt. Und dann halt im Lieferumfang USB-C-Ladekabel mit dabei, Lanyard noch mit dabei und noch eine umfangreiche Bedienungsanleitung mit allen möglichen Erklärungen, mehrsprachiges mit dabei. Da liefert Wuben also wieder komplett ab und das ist einmal mehr eine Lampe,
die mir gut gefällt, ist nicht unbedingt mein Beuteschema. Ich werde weiterhin bei solchen Lampen wie der Sofen SC32 bleiben. Bisschen größer, für mich noch leichter zu handeln, für mich auch leichter einzustecken. Das ist nämlich etwas, das ist hier der größte Kritikpunkt. Also für mich bei dieser Lampe, der Clip bzw. das Einführen dann über den Hosensaum, das hat nämlich nie gut geklappt bei mir. Da musste ich doch zumeist wirklich mich konzentrieren. Also sehr bewusster Vorgang, um den Clip ein bisschen, ja, ein bisschen anzuheben oder die zweite Hand zur Hilfe nehmen. Also das kann man deutlich besser gestalten. Das hat mir wirklich nicht gefallen. Wäre jetzt am Ende für mich, wenn ich die Lampe interessant fände, kein Dealbreaker. Generell ist das für mich eher so eine Lampe, die man tatsächlich einfach in die Hosentasche steckt oder in die Jackentasche. Aber die Bedienung an sich, dieser kleine Klicker hier, das hat auch überraschend gut funktioniert. Auch in Dunkelheit halt leicht zu finden, weil man weiß, sitzt am Lampenkopf oben. Und dann das Drücken, das haptische Gefühl, klappte viel besser, als ich das vorab angenommen hatte, gerade weil der im Grunde kaum erhaben ist. Aber das klappte dann doch alles gut. Ja, Clip nicht wirklich toll gelungen. Und hier die Portabdeckung für den USB-C-Ladeport, dass man den Akku dann direkt in der Lampe laden kann. Das ist friemelig, den wieder reinzudrücken. Und selbst wenn er dann ordentlich, also wenn die Abdeckung dann ordentlich drin ist, dann haben wir hier so kleine Überstände, die so ein bisschen lose sind, einfach damit man den dann leicht wieder anheben kann. Ja, manchmal, wenn man die Lampe in Dunkelheit bedient, da bleibt man so hängen, fand ich immer ein bisschen nervig. Ich habe da immer so die Sorge, dass da irgendwann dann mal was abreißt. Aber ist wahrscheinlich unbegründet. Diese Gummierungen sind ja deutlich langlebiger, als man so denkt. Dennoch geht das, kann man das sauberer, kann man das besser lösen. Fand ich hier jetzt nur so lala insgesamt, aber eine Lampe, die mir Spaß gemacht hat und die ich durchaus empfehlen würde. 1800 Lumen auf dieses kompakte Format, das ist schon mächtig was, selbst wenn man das Licht nur einen kurzen Moment zur Stelle hat. Und gerade wenn man sich in Räumlichkeiten oftmals aufhält, beziehungsweise die Lampe da im Anwendungsbereich sieht, also vielleicht mal eine Lagerhalle oder andere Räumlichkeiten, da finde ich die super, weil wir haben kaum Spot, wir haben hier eine durchaus diffuse Ausleuchtung, also ganz starken Winkel, ganz weit abstrahlend in jede Richtung. Da mögen einem dann die 1800 Lumen gar nicht so beeindruckend viel erscheinen, aber gerade in Räumlichkeiten ist das beeindruckend, wie viel Licht da doch zustande kommt. Und auch wenn man outdoors unterwegs ist und jetzt nicht gerade viel Strecke machen möchte, ganz klar, wenn du eine Lampe suchst, die Objekte in 50 Meter, in 100 Meter und darüber hinaus anstrahlen und ausleuchten soll, dann ist das nicht nicht die Lampe, wonach du suchst. Dann braucht man definitiv eine andere Lampe. Auch Sachen anleuchten, die mal so 20, 30 Meter entfernt sind, ist kein Problem. Und da wird alles ausgeleuchtet, ne? Also ungefähr 160 Grad Abstrahlwinkel. Das ist wirklich einiges. IP 68, anständig wasserdicht. Da hat Wuben mal wieder abgeliefert mit diesem Modell hier. Jo, und unter anderem deshalb bekommt die E7 von mir auch eine Kaufempfehlung. Gerade in diesem Preisrahmen gefällt mir schon sehr. Manch einer mag vielleicht das Akkuformat nicht so. Die 18350er, die bekommt man zwar in gut sortierten Läden, Fachläden, wirst du wahrscheinlich bei Mediamarkt bekommen, aber ja, im Supermarkt bekommst du die nicht. Da wäre es halt ganz cool, wenn Wuben vielleicht dieses Modell minimal länger, knapper Zentimeter länger, aber ein bisschen schmaler in der Bauform nochmal mit einer AA rausbringen würde. Das wäre echt eine coole Sache. Das würde bestimmt einige freuen. Dann natürlich mit viel weniger Wumms. Das ist ganz klar. Da bekommst du dann nicht mehr deine 1800 Lumen. Aber auch mit weniger Lumen denke ich mir, dass solche eine Lampe dann durchaus seine Käufer und Freunde finden würde. Jo, das war's dann von mir und von der Wuben E7. Falls einer von euch die in Benutzung hat, gerne mal ein Feedback hinterlassen, wie sie euch gefällt, ob die ihren Job gut macht oder was euch an der Lampe nicht gefällt. Und ja, ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund, Peace, ich bin raus.